Ich habe diese Woche eine E-Mail bekommen. Ich habe es auch schon gesehen und ich habe es erlebt. Aber diese E-Mail von einem sehr gläubigen Christen, der auch recht bekannt ist, der schrieb mir Folgendes. Der ging durch Berlin, durch die Straßen. Und dann hat er da so ein älteres Ehepaar gesehen, sehr elegant angezogen. Der dachte, die würden in die Kirche gehen. Und dann schoss diese Dame, diese ganz patente Dame auf ihn zu. Und er dachte irgendwie, sie wolle ihn ansprechen und sagen, hier, sie machen einen guten Job, er ist wirklich sehr bekannt. Und dann fragt die Frau ihn, haben Sie noch ein paar Flaschen für mich? Und da schossen ihm die Tränen in die Augen, weil er ein Herz hat. Und da fragt man sich, wie kaltschnäuzig eine Regierung sein kann, die diese Menschen, die dieses Land aufgebaut haben, die Kinder erzogen haben, die Enkelkinder haben, die uns groß gemacht haben. Wie kann ein Staat so herzlos sein und diese Menschen so behandeln? Das frage ich mich immer wieder. Das ist für mich unbegreiflich. Und diese Woche im Haushalt wurde auch noch, während überall das Geld weltweit rausgeschmissen wird, das Bürgergeld, die Bezahlung auf Nichtarbeit, um 12% erhöht wird. Und im Bürgergeld, muss man wissen, sind 2/3 Ausländer, ausländische Staatsbürger. Wie kann man dann gleichzeitig für unsere Omas und Opas, die nicht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen und teilweise ihre Heizrechnung gar nicht mehr bezahlen können und aus Pfandflaschen sammeln angewiesen sind, wie kann man denen dann noch den Rentenzuschuss streichen in diesem Haushalt und dem zustimmen? Und darum, und das wiederhole ich gerne nochmal, und das ist auch die Einordnung dieses Satzes, von dem ich von Herzen zutiefst überzeugt bin, wer so etwas tut, hasst die eigenen Menschen, der hasst die eigene Bevölkerung und er hasst dieses Land. Und darum müssen diese Leute abtreten.